In den folgenden Minuten geht es um den zweiten Burenkrieg, an dem man wunderbar die Entstehung der Südafrikanischen Union erklären kann. Dementsprechend muss ich an der einen oder anderen Stelle etwas weiter ausholen. Von 1899 bis 1902 kämpften Transvaal, also die Südafrikanische Republik, und der Oranje Freistaat gegen das komplette British Empire. Als Folge dieses Konflikts kann man die Gründung der Südafrikanischen Union 1910 sehen. Zum Hintergrund und der mittelbaren Vorgeschichte. Mitte des 17. Jahrhunderts nahmen die Niederlande das Kap in Besitz. In der Folge siedeln natürlich Niederländer dort, aber auch Franzosen und Deutsche. Doch 1806, im Zusammenhang mit den Napoleonischen Kriegen, besetzten die Briten die Kapkolonie. Die Niederlande traten diese 1814 endgültig an das Vereinigte Königreich ab. In der Folge wurde das Kap britischer. Es gab Einwanderung aus Großbritannien, das englische Recht wurde eingeführt und Englisch war die einzige offizielle Sprache. Wichtig zu erwähnen ist, dass 1833 die Sklaverei im gesamten Empire abgeschafft wurde. Diese Entwicklung war nicht im Sinne der Buren und so kam es in den 1830er und 40er Jahren zum großen Treck. Viele Buren bewegten sich nach Norden und gründeten dort Burenrepubliken. Die Briten nahmen weitere Landstriche an der Küste in Besitz und gründeten die Kolonie Natal. In den 1850er Jahren erkannten die Briten dann die Unabhängigkeit von Transvaal und des Oranje-Freistaats an. 1877 versuchte aber das Empire, die Südafrikanische Republik zu annektieren. Das gelang zuerst auch, aber in Transvaal konnte man sich durchsetzen im Ersten Burenkrieg und die Unabhängigkeit zurückgewinnen 1881. Erwähnt werden sollte auch, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Expansionsbestrebungen des britischen Weltreichs intensiviert wurden. Nun zur unmittelbaren Vorgeschichte. 1886 wurden in Transvaal massive Goldvorräte entdeckt. Das befeuert natürlich zum einen die britischen Expansionsinteressen, zum anderen bedeutete dies aber auch einen Goldrausch und immer mehr Briten und andere Ausländer kamen in die Burenrepubliken. Das ging so weit, dass die Anzahl der Ausländer die Anzahl der Buren in Transvaal zu übersteigen drohte. Die Buren reagierten darauf mit der Erhöhung von Steuern und mit rechtlichen Vorschriften, die es Ausländern schwieriger machte dort. Die Briten erklärten sich nun als Vertreter der Rechte der Ausländer in Transvaal vor allem und gingen damit auf Konfrontationskurs mit der Südafrikanischen Republik. Diese schloss einen Militärpakt mit dem Oranje-Freistaat, um sich gegen eine potenzielle britische Expansion zu wehren. Es gab diplomatische Bestrebungen, die Krise und die Situation zu regeln. Diese schlugen aber fehl am 30. Mai 1899. Daraufhin gab es ein britisches Ultimatum, in dem gefordert wurde, dass die Briten in Transvaal den Buren rechtlich gleichgestellt werden sollten. Die Buren ihrerseits stellten auch ein Ultimatum. Und zwar sagte Präsident Paul Kruger, die Briten sollten ihre Truppen von den Grenzen zurückziehen, andererseits würde es Krieg geben. Aus britischer Sicht brillant. Nun war man in keinem Fall mehr der Aggressor. Und am besten wird die britische Reaktion an der Reaktion eines Redakteurs der Times deutlich, der sagte, ein offizielles Dokument ist selten unterhaltsam und gleichzeitig nützlich. Dieses war beides. So kam es dann zum Krieg, der in drei Phasen eingeteilt werden kann und als erstes die Offensive der Buren. Die Buren rückten am 11. Oktober 1899 in die Kapkolonie und nach Natal vor. Sie waren auch sehr erfolgreich, insbesondere aufgrund ihrer innovativen Kriegsführung. Sie waren an Kommandos organisiert und die waren mobil und schnell unterwegs. Dann begannen die Buren Mafeking zu belagern. Genauso Kimberley und Ladysmith. Von nun an nutzen die Buren ihre Vorteile hinsichtlich ihrer Mobilität nicht mehr aus. Aus militärischer Sicht wahrscheinlich ein massiver Fehler, aber aus inhaltlicher Sicht, die Buren wollten ja kein Land gewinnen, sie wollten ihre Unabhängigkeit bewahren. Bühler kam im Oktober 1899 mit drei Divisionen in Kapstadt an und ließ diese dann nach Norden marschieren, um die Belagerung der britischen Städte zu beenden.
Allerdings kam es zu Black Week und es gab drei desaströse Niederlagen. Die erste Offensive der Briten war also, oder Gegenoffensive der Briten war gescheitert. Dann wurde Lord Roberts Oberbefehlshaber und er kam mit massiven Verstärkungen. 180.000 Mann, dem standen ein paar 10.000 Buren gegenüber, zur Einordnung. Und im Laufe des Krieges sollten noch weitere britische Truppen aus dem gesamten Empire nach Südafrika beordert werden. Er ließ auch diese nach Norden ziehen, die Briten erlitten erst einmal eine Niederlage. Doch gegen diese Übermacht war nicht viel auszurichten. Der vorherige Oberbefehlshaber Bueller, immer noch in Südafrika, konnte die Belagerung von Ladysmith brechen. Das gleiche gelang in Kimberley und anschließend kam es zu einer wichtigen Schlacht, der Schlacht bei Paardeberg, wo der wichtige burische General Piet Cronje sich ergeben musste. Die britische Offensive ging weiter. Lord Roberts ließ nun in den Oranje-Freistaat einrücken, nahm ohne Kämpfe die Hauptstadt Bloemfontein ein. Die Briten konnten dann die Belagerung von Mafeking brechen und rückten in Johannesburg und dann auch in Pretoria ein. Die burischen Kräfte zogen sich in den Osten Transvaals zurück und in den Nordosten des Oranje-Freistaats. Die Briten setzten nach, aber den Buren gelang es, sich wieder ins Zentrum zurückzubewegen. Allerdings mussten sie ihr schweres Gerät aufgeben und konnten nun nur noch im Guerillakrieg aktiv werden. Und das ist die letzte Phase des Burenkrieges. Die Buren führten Kommandoaktionen durch, attackierten kleine britische Einheiten, angreifen, schnelles Zurückziehen. Ziel war es, großmöglichen Schaden anzurichten. Damit waren sie auch auf taktischer Ebene sehr erfolgreich, aber es gab keine strategische Ausrichtung, kein Ziel. Das Ende kam dann für die Buren. Es dauerte zwar etwas mit Lord Kitchener, der das Oberkommando übernahm, vorher auch schon Südafrika war, und er hatte eine neue Strategie. Er baute ein System aus 8000 Blockhäusern, die mit Stacheldraht verbunden waren. Das schränkte die Bewegungsfreiheit der Buren ein. Ferner gab es mobile Einheiten, die durch diese Gebiete durchfegten und gegen die Buren vorgingen. Es gab die Strategie der verbrannten Erde. Farmen wurden zerstört, die Ernte zerstört, die Felder gesalzen und ähnliches. Es sollte den Buren unmöglich gemacht werden, vom Land zu leben. Und es wurden Konzentrationslager eingerichtet, in denen insbesondere burische Familien, also Frauen und Kinder, interniert waren. Das war zu viel für die Buren und war sehr erfolgreich und im Mai 1902 kapitulierten die letzten Kommandos. Es kam zu einem Friedensvertrag am 31. Mai 1902 und der regelte im Kern, dass das Transvaal und der Oranje-Freistaat ins britische Kolonialreich eingegliedert werden. Es sollte eine Amnestie für die Teilnehmer des Burenkriegs geben und Afrikaans wurde auch als offizielle Sprache zugelassen. Zusätzlich erhielten die Buren 3 Millionen Pfund als Wiederaufbauhilfe für die zerstörten Farmen und Felder und Transvaal und der Oranje-Freistaat erhielten die Aussicht auf zivile Verwaltung. Und die sollte kommen und dann im Höhepunkt mündet sie am 31. Mai 1910 darin, dass die Südafrikanische Union gebildet wurde, Transvaal, Oranje-Freistaat plus die Kapkolonie und Natal. Und diese hatten den Status eines Dominion British Empire und waren damit de facto ein souveräner Staat. Das war der Zweite Burenkrieg und die Entstehung der Südafrikanischen Union.